Hi Marc, Hallo Sinja. schön dich hier zu haben und schön, dass auch du deine Session vorstellen möchtest für das Corporate Learning Practice Camp. Ich bin ganz Ja. gespannt. Was bringst du uns denn mit? Was zum Anfassen und zum Spielen. Der eine oder andere kennt es vielleicht, wenn ich dieses Brett hochhalte, wissen einige schon Bescheid. Wir spielen Brettspiele? Nein. Wir spielen Brett über den Kopf? Auch nein, weil zu dem Brett gehören noch mehr Sachen. Da gehört sowas dazu. Hier meine Bremer Stadtmusikanten quasi. Oder auch das, was auch immer du darin siehst hier. Aha. Es gehören auch so Dinge dazu wie diese tollen Figuren hier. Also, einige werden es wahrscheinlich schon erkannt haben. Ich arbeite gerne mit dem sogenannten Systembrett oder aus der Sozialpädagogik auch Familienbrett genannt. Und das Problem ist, dass spätestens wenn das Wort Familienbrett fällt, die Leute immer sagen, was soll ich in Business damit? Also gerade wenn man guckt in so technisch getriebenen Firmen, Pharma, Automobil, Ingenieurwissenschaften, da ist es ja oft so, gehen wir weg mit diesem Sozialpädagogen-Kram, mit diesem esoterischen Kram, das wollen wir alles nicht haben. Und kennst du auch, ja? Ich wollte gerade sagen, du kommst also aus der Sozialpädagogik. Ich bin Sozialpädagoge, ja, das steht zumindest auf meinem Zeugnis drauf. Ja, und ich habe aber sehr schnell gemerkt, dass man gerade auch in diesem Umfeld den Leuten mit so einem Brett irrsinnig helfen kann, die eigenen Bedürfnisse klarer zu kriegen, ein bisschen rauszukriegen, wie hängen eigentlich Dinge miteinander zusammen. Und diese Aha-Momente, die haben meine Arbeit maßgeblich beeinflusst. Ich fand es total toll, das zu erleben, wie das bei Menschen so Klick macht. Und viele kennen das eben tatsächlich nur aus dem sozialpädagogischen Bereich, auch die Trainings- und Ja. Coach-Kollegen. Und darum habe ich gesagt, ich bringe das mal mit und wir spielen damit. Oder auch mit so Sachen wie hier, mal gucken, ob ich es richtig rumhalte, da. So schöne Verortungslandkarten, wo man dann Ach, eben spannend. von A nach B sich positionieren kann und solche Geschichten. Und ich hoffe, dass ich den einen oder anderen mit meiner Begeisterung für diese Materialien anstecken kann. Und wie gesagt, ich werde einfach einiges davon mitbringen, dass man es ausprobieren kann, dass man es sehen kann. Das ist so der grobe Plan. Was willst du noch wissen? Also, das klingt super interessant. Das klingt ja auch sehr haptisch und ich bin total gespannt, weil es klingt auch so, als ob es super zum Motto machen ist, besser als alles andere im Endeffekt ist. Ganz kurz noch dazu, heißt das dann, also was können wir denn als Teilnehmer daraus mitnehmen? Heißt das, wir können so richtig mal unsere eigenen Situationen mitbringen? Können wir das mal darauf anwenden oder wie ist da dein Plan? Also, ich habe für die Session überhaupt keinen vorgefertigten Plan oder so, sondern ich packe einfach mein Material mal ein, ich werde das in den Raum aufbauen und dann gucken wir mal, was die Gruppe daraus macht und was sie vorhat Okay. und was sich ergibt. Wir können gemeinsam an einem Beispiel mal was durchspielen mit so einem Systembrett oder auch mit einer Verordnungslandkarte. Wir können auch schauen, wenn genug Leute da sind, die Lust haben, wirklich auch mal einen Fall zu präsentieren und das mit den anderen mal zu spielen, auszuprobieren, dann können die sich aufteilen und ich laufe dazwischen rum. Ich gucke mal, ich werde einfach versuchen, meine Erfahrung, meine Begeisterung für die Sache irgendwie in diesem Raum zur Verfügung zu stellen, sodass jeder davon was mitnimmt. Und das, was ich hoffe, dass jeder im Gepäck hat, wenn er da rausgeht, ist, ich habe das schon mal in der Hand gehabt. Ich weiß, man kann eine Ausbildung dazu machen, aber man kann auch ohne die Ausbildung schon viel damit tun. Und ich probiere das einfach mal aus. Ja, wie gesagt, genau das Motto des Camps, einfach mal ausprobieren, finde ich super, auch wenn wir da gerade unsere eigenen Sachen mitbringen können. Perfekt. Heißt das, wir müssen irgendwas vorbereiten? Sollen wir uns schon mal was überlegen? Oder kommen wir einfach unvorbereitet und du guidest uns dann durch? Also mitbringen, haptisch muss man erstmal gar nichts außer Hände und Neugier. Uns Ja, selbst. das ist schon mal ganz gut, das haben die meisten auch dabei, glaube ich. Nein, ich bringe die Bretter mit, ich bringe Plakate mit, Figuren mit. Ob es jetzt Sinn macht, sich Fälle schon im Vorhinein zu überlegen, weiß ich nicht, weil wir wissen ja noch gar nicht, kommen wir dazu, jetzt jeden Einzelfall durchzugehen oder nicht. Und wir haben eine Stunde Zeit. Wenn ich überall mal gucken will, werden wir das Richtig. jetzt nicht in der Tiefe durchexerzieren können. Von daher glaube ich nicht, dass ich irgendjemand gezielt vorbereiten muss. Es gibt immer eine Situation, die einem im Kopf kommt, wo man sagt, ja, okay, wie sehen das aus, wenn ich das mal aufstellen will. Wir haben eine Konstellation bei uns im Team oder wir haben einen neuen Teamleiter und das ist alles ein bisschen schwierig. Daraus kann man was machen, damit können wir starten. Das sind ja keine Kunstszenarien oder ja, so diese Psychofälle, wo es darum geht, was das Nee, wir Flaschenbild bleiben mal so bei aus dem uns. Gesicht hat und was der Phallus des Großvaters damit zu tun hat und das dann erstmal aufstellen und
Das ist nicht das, wo wir hinwollen. Wir wollen im Business-Kontext Alles klar. bleiben. Da geht das, glaube ich, ohne Genau. große Frage. Das auf jeden Fall. Super. Ich bin sehr gespannt darauf, wie das am Ende wird, was wir für Fälle mitbringen, behandeln, sonst was. Und vielen Dank dir für die Vorstellung. Na klar, gerne. Und ich freue mich drauf, dich wiederzusehen, viele von euch wiederzusehen. Ja, am ersten Tag nachmittags ist die Session im Plan und ich bin gespannt, wer dabei ist. Perfekt, ich freue mich drauf und wir sehen uns spätestens in Berlin. Ja, wunderbar. Bis dann. Bis Ciao. dahin, ciao.